Hallo zusammen bei Frau Weber Digital. Wie in meinem letzten Video angekündigt, geht es heute weiter mit der schriftlichen Multiplikation. Ich habe dir bereits gezeigt, wie man Malaufgaben mit einem einstelligen Faktor rechnet. Das Video habe ich dir hier oben nochmal verlinkt. Und dann starten wir heute auch. Wir rechnen erst nochmal eine Aufgabe gemeinsam, so wie ich euch das in dem letzten Video bereits gezeigt habe. 439 mal 3, wir unterstreichen. Und starten mit den Einern. 3 mal 9 sind 27. Wir notieren die 7, übertragen die 2. 3 mal 3 ist 9, plus 2 sind 11. Übertragen die 1. 3 mal 4 sind 12, plus 1 sind 13. Das Ergebnis ist 1317. Das können wir schon. Und heute erkläre ich dir, wie man dann Malaufgaben mit mehrstelligen Zahlen rechnet. Also zum Beispiel 439 mal 32. Das ist überhaupt nicht schwer, denn wir können die Aufgabe zerlegen in 439 mal 30 und 439 mal 2. Und die rechnen ihr jetzt erstmal getrennt und dann schauen wir uns an, wie wir das auch in einer Aufgabe notieren können. Wir starten mit 439 mal 2. 2 mal 9 sind 18, 2 mal 3 sind 6, plus der Übertrag sind 7, 2 mal 4 sind 8. Jetzt rechnen wir 439 mal 30. 3 mal 9 sind 27, 3 mal 3 sind 9, plus 2 sind 11, 3 mal 4 sind 12, plus 1 sind 13. Das ist das Zehnfache von unserem Ergebnis hier oben. Jetzt müssen wir die Ergebnisse noch addieren und haben dann das Gesamtergebnis von dieser Aufgabe. Also ich rechne 13.170 plus 878. Das rechne ich auch schriftlich. 0 plus 8 sind 8. 7 plus 7 sind 14. Der Übertrag. 8 plus 1 sind 10, 4 und 1. Das Ergebnis ist 14.048. So, und jetzt zeige ich dir, wie wir diese Rechenschritte verkürzen können und das alles in einer Aufgabe notieren. Und zwar starten wir mit dieser Aufgabe. Wir multiplizieren erst alles mit den drei Zehnern. Wir tun jetzt quasi so, als rechnen wir nur 439 mal 30. Wir starten hier. 3 mal 9 sind 27. 3 mal 3 sind 9, plus 2 sind 11. 3 mal 4 sind 12, plus 1 sind 13. Das ist unser erstes Ergebnis. Und jetzt multiplizieren wir die Zahl mit 2. Das, was wir hier gemacht haben. 2 mal 9 sind 18. 2 mal 3 sind 6, plus 1 sind 7, 2 mal 4 sind 8. Das ist dieses Ergebnis. Und genau wie hier addieren wir jetzt unsere beiden Zwischenergebnisse. Ich mache wieder einen Strich darunter. Das haben wir hier schon gemacht, das heißt, ich kann das Ergebnis einfach abschreiben. So. So einfach funktioniert die Multiplikation mit mehrstelligen Zahlen. Und das wollen wir jetzt gemeinsam üben. Ich habe dir zwei Aufgaben vorbereitet. Die kannst du jetzt entweder erstmal alleine ausrechnen oder gemeinsam mit mir. Los geht's. Wir multiplizieren zuerst alles mit 2. 2 mal 2 ist 4. 2 mal 1 ist 2. 2 mal 3 ist 6. Jetzt multiplizieren wir mit 4. 4 mal 2 ist 8. 4 mal 1 ist 4. 4 mal 3 sind 12. Wir addieren die Zwischenergebnisse. Das sind 8, 8, 4 und 7. Das war's. Nächste Aufgabe, 416 mal 33. Wir starten mit den Zehnern. 3 mal 6 sind 18. Ich notiere mir den Übertrag. Den kannst du dir auch
Wenn du möchtest, im Kopf merken, dann kommst du nachher mit den Überträgen vielleicht nicht durcheinander. Ich notiere die immer. 3 mal 1 sind 3 plus der Übertrag sind 4. 3 mal 4 sind 12. Jetzt die Einer. 3 mal 6 sind 18. 3 mal 1 sind 3 plus 1 sind 4. 3 mal 4 sind 12. Wir addieren wieder die Zwischenergebnisse. Sind 8. 8 plus 4 sind 12. 4 plus 3 sind 7. Sind 3 und das sind 1. So, das war's schon. Wenn du heute etwas gelernt hast, freue ich mich über den Daumen nach oben. Das war's. Bis zum nächsten Mal.